Mensch, Thomas, Thomas, das musst du hören. Es ist ein Lauffeuer entstanden. Jetzt hat mich unser Projektleiter gefragt, wie das Erfassen von Mängeln funktioniert. Ja, perfekt. Herzlich willkommen auf dem Kanal der Skills Software GmbH. Hier erlebst du, wie Digitalisierung auf der Baustelle funktioniert. Zusammen steigern wir die Produktivität, vermeiden Mängel und sparen Kosten. Lass es uns anpacken. Wir haben ja zum Glück schon die Projektbeteiligtenliste hochgeladen das letzte Mal. Das Video ist hier nochmal verlinkt. Das heißt, wir können jetzt direkt loslegen mit Tickets erfassen. Das geht sogar offline. Ja? Und danach wird das dann einfach synchronisiert, wenn ihr wieder im Netz seid. Oh, mein Kaffee ist leer. Der ist ja perfekt. Da können wir doch gleich hier mal ein Ticket anlegen, dass ich wieder zu meinem Kaffee komme. So, machen wir mal den Plan auf und legen hier ein schönes Ticket an. Machen ein Foto. So, Kaffee leer. Perfekt. Und jetzt speichere ich das ab, ordne noch den Verantwortlichen zu und so komme ich zu meinem Kaffee. So, jetzt habe ich das Ticket hier aufgenommen. Ich kann gerade noch mal reinschauen. Hier auf dem Plan ist es drauf. Hier sehen wir noch mal die Übersichtskachel. Ich kann noch mal die Detailansicht wechseln. Hier habe ich alles eingetragen, was jetzt wichtig ist zur weiteren Bearbeitung. Kann ich mal durchschieben. Hier unten ganz wichtig, wer ist verantwortlich, wer bekommt es nachher. Und hier sind auch die Bilder nochmal, die kann man sich auch nochmal anschauen, man kann hier durchsliden. Passt das so, ist das verständlich für mein Gegenüber? Dann wechsle ich wieder hier unten zur Sync in meiner App, schicke das jetzt an den Server zurück. So, und dann wechseln wir mal rüber auf den Server und schauen uns das hier an. Da ist auch schon angekommen. Nach der Anmeldung bin ich hier in meinem Dashboard, projektübergreifend. Die neuesten Dinge kommen immer hier in meine Übersichtsliste direkt rein. Ich kann von dort aus auch in das Ticket direkt reinwechseln und mir das hier nochmal anschauen. Könnte es jetzt auch nochmal nachbearbeiten. Ich sage aber so, das passt. Ich habe da alles eingetragen. Ich habe es gerade in der App auch nochmal kontrolliert. Dann gehe ich hier auf Berichte und hier auf meinen PDF-Bericht. Ich möchte das jetzt rausschicken, direkt unterstützend, auch wenn derjenige selber einen Zugang in der Software hat, bekommt er von mir jetzt nochmal direkt per E-Mail hier das zugeschickt. Ich gehe auf Anzeigen, ja, habe jetzt ja den Punkt schon ausgesucht, um den es geht. Jetzt wird hier direkt mein Dokument erstellt. Der Plan ist drin, das Projekt, der Bereich, hier ist meine PIN. Wo befindet sich das ganze Problem? Hier habe ich meine Beschreibung und dann haben wir hier die Bilder dazu. So, und jetzt gehe ich direkt, ich könnte sie jetzt auch runterladen und über mein E-Mail-Tool verschicken, das geht natürlich auch. Sie können aber auch hier direkt, kann ich hier über E-Mail, jetzt Absender ist schon eingetragen, jetzt suche ich hier noch die verantwortliche Firma, in dem Fall sind wir das selber. So, Empfänger ist eingetragen, Betreff ist jetzt ein bisschen kryptisch, lassen wir so. Jetzt suche ich noch eine E-Mail-Vorlage aus. So, jetzt haben wir hier dementsprechend alles eingetragen. Der Betreff wurde auch direkt ergänzt und verändert. Hier unten hängt das Dokument dran, was wir gerade erzeugt haben und jetzt schicke ich es raus. Das war schon alles. Und ja, jetzt geht das seinen Gang. Die Person erhält jetzt per E-Mail nochmal den Bericht im Anhang. Kann auch selbstständig in der App dann sich das aufrufen. Wenn es erledigt ist, in der App mir dann eine Nachricht hinterlassen, den Status verändern. Und dann weiß ich, mein Kaffee ist wieder da und ist aufgesetzt. Ich kann rüberlaufen und mir dann einen neuen holen. Am Ende fragen die Leute, wo bleiben denn die Outtakes? Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Dann gehe ich in die Medienbranche.